Fußball-Europa-League versetzt Ethikinspektor nach Becherwurfskandal ein. Das für Freitag erwartete Urteil bezüglich der Strafe für den SK Sturm Graz nach dem Becherwurfskandal im Hinspiel gegen AEK Larnaca bleibt aus. Die UEFA entscheidet, dass ein Ethik- und Disziplinarinspektor ernannt werden soll, der eine Disziplinaruntersuchung durchführt. Sehr wohl ein Urteil gibt es in der Causa Stefan Hierländer. Nach seiner roten Karte im Hinspiel wird der Sturmkapitän für 2 internationale Spiele gesperrt. In Larnaca saß er bereits die erste Partie ab, eine weitere folgt noch. Für uns gilt es nun, dieses Verfahren abzuwarten. Bis zur endgültigen Entscheidung ist das Strafausmaß für uns nicht einschätzbar. Wir hoffen weiterhin auf ein mildes Urteil, so Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich. Mögliche zivilrechtliche Maßnahmen werden bereits von den Anwälten geprüft. Sturm Graz fiebert UEFA-Verfahren am Freitag entgegen. Sturm-Fan nimmt auf Facebook Stellung zum folgenschweren Wurf, schlaflose Nacht bei Sturm. Jauch will mit Regressforderung abschrecken. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Austria. Talent Dominik Fitz muss länger pausieren zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment unterstrich Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.